Schnuckis, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Diamond Painting Tagebuchteil. Schnick, schnack, schnick, schnack. Wir sind hier in der Osterwoche. Ich freue mich schon so auf diese Woche, denn am Freitag geht Pummel Einhorn an den Start. Beide Bilder. Und ich bin so aufgeregt. Also wenn ihr den Tagebuchteil am Ostersonntag hier seht, dann ist das alles schon durch. Aber ihr wisst ja, wir fangen hier am Anfang der Woche an zu drehen. Und Montag, ich bin wirklich so aufgeregt. Jetzt am Sonntag, also gestern, war ja die Hölle los. Also richtig krass. Wir haben ja am Wochenende 20% Rabattaktion Frühjahrsputz im Shop gemacht und das habt ihr wirklich fleißig ausgenutzt. Vielen Dank. Es ist richtig viel rausgegangen. Wir haben wirklich wieder so viel Sachen leer gekriegt, wo wir sagen, okay, da ist dann wieder Platz für Neues. Hammermäßig. Und ja, die Woche müssen wir fleißig verpacken. Ich hoffe, dass wir alles vor Ostern noch rauskriegen, könnte schwer werden, weil es echt viel Bestellungen sind. Ja, auf jeden Fall habe ich hier schon ein Paket zu stehen und das sind die Ostergeschenke für meine Parkfeen. So, und die gucke ich mir jetzt mal an. Ich habe da nämlich was bestellt und ich weiß noch gar nicht so genau, wie das live aussieht. Und, Weihnachten habe ich nämlich auch schon in diesem einen Shop bestellt. Und da waren das so schöne Weihnachtsgeschenke. Und da habe ich mir jetzt was für Ostern ausgesucht. Ich will jetzt gar keine Werbung für den Shop machen. Pack das mal beiseite. So, hier, zack. Und da sind die Sachen voll süß. Praktisch. Kriegt man alles schon so schön abgepackt und hübsch gemacht. Guck mal, da habe ich so kleine Säckchen. Und da ist noch was drin. Und dann bekommen meine Packfeen jeder noch einen schönen Gutschein, wo sie nochmal schön einkaufen gehen können. In dem Fall, ich habe hier, weiß ich, so Rossmann und Wunschgutschein und naja, was so alles so gibt. Und Amazon, also da ist für jeden was dabei. Und ja, jetzt mache ich mal das Säckchen auf und zeige euch mal, was da drin ist. So süß. Guck mal, einmal haben wir hier fröhliche Ostern. Da ist Naschkram drin. Kann ich das jetzt einfach aufmachen oder ist das irgendwo zugeklebt? Nee. Achso, wir können ja auch hier lesen. Rittersport-Schokowürfel sind hier drin. Ah nee, ich will wissen, wie es aussieht. Da, und nur die guten Sachen, Vollmilch und Nuss, mag jeder. So, das einmal. Und guck mal, auch schön alles in so einer Papprolle. Super gut. Und dann haben wir hier nämlich noch ein Ostersecko drin, damit die auch schön anstoßen können zu Ostern. Auch ganz süß. Ah, fröhliche Ostern und eine erfolgreiche Ostersuche, Eiersuche. Frosecco! Richtig geil, liebe ich. Sehr schön, das nimmt mir immer einiges ab. Ich mache mir immer so viele Gedanken und überlege, aha, was könntest du denn so alles schenken und so. Und irgendwie mache ich sonst immer das Gleiche. Und seitdem ich diese Seite entdeckt habe, ich bin so froh darüber. Wir haben immer so schöne kleine Geschenke, Arrangements, die super aussehen. Und da ist dann auch noch eine für die Postbotin bei und für unsere Männer, die immer den Papiermüll abholen. Ist auch mal super gut. Die kriegen auch eine kleine Überraschung als Dankeschön. Ja. Läuft. Schön. So, alles vorbereitet. Überall sind die Gutscheine drin und ich werde dann diese ganzen Säckchen in der Halle verstecken und selbstverständlich müssen die hier auch gesucht werden, ne? Gehört sich ja wohl so. War ja schließlich der Osterhase, der das hier so abgeworfen hat. Gut, schön. Ah, da freue ich mich, wenn alles einmal so fertig ist und ich weiß, die Mädels werden sich freuen. Mädels und Jungs, wir haben ja auch unseren Danny hier, den darf ich natürlich immer nicht vergessen. Ich sage immer nur Parkfeen. Wir haben ja auch einen Park 11. So, dann verstecken wir mal hier die ersten Säckchen. Ich zoome mal raus, damit wir... Nee, geht gar nicht. Wartet mal. So, kann man das doch viel besser sehen. Warte mal, ich stelle das mal hier so ab. Und dann nehmen wir mal das erste Säckchen. Wen haben wir hier? Hier haben wir Chris. Die ist ja noch da. Die darf das nicht wissen. So, ja, wir wollen das mal nicht ganz so schwer machen, ne? Sollen sich ja hier nicht tot suchen. So, einmal da. Und... Dann haben wir hier noch Danny. So. Was machen wir hier so zwischen? Und Tina. Tina, die kommt hier hinten in die Ecke. Machen wir mal hier da so rein. So. Und dann haben wir noch Nicole. Das sind die Mäuse, die morgen alle da sind. Und
Die anderen bekommen dann ihre Geschenke später. So, jetzt gehen wir einmal nochmal in die Richtung. Hier hinten ist auch noch Platz. So. Da. Da so zwischen. So, dann bin ich ja mal gespannt, wie schnell die Mädels da morgen alles finden. Na, da bin ich mal gespannt, wie schnell die Mädels und Jungs da morgen die Ostersachen finden. Gut, ich habe es jetzt ja nicht so schwierig versteckt. Wahrscheinlich geht es ratzfatz, die erste Bestellung in der Hand und dann huch, was ist denn das hier für ein Tütchen? Ja, naja, bin ich gespannt, lasse ich mich überraschen. Vielleicht habe ich ja zufällig gerade die Kamera in der Hand, wenn einer von ihnen da das Säckle entdeckt hat. Aber weiß ich nicht. So, Schnuckis, das ist jetzt der aktuelle Stand. Es ist noch der gleiche Stand wie aus dem letzten Diamond Painting Tagebuch-Teil. Und jetzt geht's hier ratzifatzi weiter. Ich mache jetzt hier erstmal weiter und gehe nachher wieder an den Rand. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir, ich diesen Abschnitt hier einmal schaffe und dass das heute einmal fertig wird. Ja, könnt ihr mal gucken im Zeitraffer, ob ich das geschafft habe. Das ist der aktuelle Stand. Ich würde sagen, Ziel erreicht. Also das, was ich mir vorgenommen habe, auf jeden Fall. Jetzt bin ich hier bei einer Stelle, wo ich nicht genau weiß, was machst du denn da? Dieses kleine blaue K. Wenn ich mir den Coverminder angucke, ja, da sehe ich, da ist so ein Punkt auf der Wange, neben den anderen Punkten da. Aber muss der blau sein? Ich finde nicht. Ja, irritiert mich. Deswegen, ich werde den nicht blau machen, weil das sieht, glaube ich, total komisch aus, wenn da ein blauer Punkt ist. Ich würde den jetzt schwarz machen. Ich weiß ja nicht, was ihr darüber denkt, aber ja, ich glaube, das macht Sinn. Aber wie toll ist denn das K? Das ist die 13. Moment, ich suche den mal kurz. Habe ich noch nicht drin. Moment. Na gut, so richtig krass ist das K auch nicht. Okay, dann lasse ich das, glaube ich, so. Dann nehme ich die Farbe. Ich hätte jetzt gesagt, wenn das so richtig, ja, so ein kräftiges Blau gewesen wäre, so ein Marineblau, dann hätte ich das nicht gemacht. Aber ich glaube, das geht klar, oder? Ich weiß nicht so richtig. Ich bin noch am Struggle. Ich meine, das ist ein kleiner Stein. Mach nicht so ein Dramatini, na logisch. Aber wenn der so präsent mitten im Gesicht ist vom Pummel-Einhorn, dann muss man darüber mal kurz nachdenken. Egal wie, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Das war's jetzt für heute hier von diesem Zeitraffer. Und dann geht's gleich wieder morgen weiter in der Halle. Wir brauchen fürs Wochenende noch neue Artikel im Shop. Und die zeige ich euch jetzt mal, welche ich mir so ausgesucht habe. Beziehungsweise ich kram die mal alle so aus den Kartons. Und dann gehen wir mal rüber, dorthin, wo wir dann die Produktfotos machen. Und dann zeige ich euch die ganzen schönen Sachen, die euch am Sonntag noch so erwarten werden. Ach so, am Sonntag oder am Freitag? Das weiß ich jetzt gar nicht. Also die Pummel-Einhorn-Bilder, die will ich ja am Freitag launchen. Und rein theoretisch macht es ja Sinn, da auch gleich diese Sachen online zu stellen. Ja, na klar, haben wir also gerade schon entschieden. So, wir haben hier Teilbilder. Und da wird es zwei verschiedene von geben. Und zwar sind das Blumen im Stiefel. Richtig cool. Ich finde das ja mega hübsch. So ein Blumenarrangement in diesen Boots drinne. Da habe ich, wie gesagt, zwei verschiedene Bilder. Da zeige ich euch das andere auch gleich. Das habe ich nämlich schon drüben bei mir im Büro. Dann haben wir diesen Karton hier, der hier so auf 7:30 steht. Da habe ich Untersetzer drin und eventuell hat schon mal jemand diese Untersetzer in seiner Mystery Box gehabt. So, und jetzt wird es aber auch Zeit, die nochmal normal in den Online-Shop zu stellen und nicht in einer Mystery Box. Und die passt natürlich jetzt perfekt. Wir haben hier wunderschöne Glitzerschmetterlinge. Guck mal, 10 Untersetzer, die so funkelnd schön aussehen. Ja, die gucken wir uns auch gleich nochmal ganz genau an.
Dann haben wir hier noch Anhänger und auch die waren schon in einer New Box drin. Feier ich mega, finde ich wunderschön. Das sind diese Federschlüsselanhänger. Könnt ihr jetzt nicht viel sehen, deswegen wir müssen sie unbedingt auspacken. Dann habe ich hier noch was Cooles und zwar Diamond Painting Taschen. Also die könnt ihr komplett bepainten und ich liebe das ja mit so einem Zierkakteen da drauf. Richtig geil und das ist so eine schöne Lederoptik, schön mit Reißverschluss, Zipper und so weiter. Und da könnt ihr zum Beispiel auch sehr gut euren Diamond Painting Schnickschnack drin aufbewahren. So, soviel erstmal dazu. Den Rest habe ich schon drüben. Das ist eine ganze Menge, was jetzt hier online geht, tatsächlich. Ich brauche beide Hände, um das zu tragen. Starten wir mal mit den Untersetzern, den Schmetterlingen. Ich habe die schon in der einen oder anderen Story von euch fertig gepaintet gesehen und sie sehen umwerfend aus. Wir haben nämlich Strasssteine und dadurch glitzern die natürlich ganz besonders. Weißes Abi ist auch mit dabei. Und es sind 10 Schmetterlinge in verschiedenen Farben. Und ich finde, dass die sehr schön aussieht. Guckt doch mal diese Farbe hier an. Total toll. Rosa, blau-türkis, helles Lila, gelb, orange und blau. Also richtig, richtig schön. Und es sind Holzuntersetzer. Deswegen brauchen wir auch keine Korkunterscheibe, weil die nicht so rutschig sind wie die Acryluntersetzer. Und natürlich habt ihr auch eine kleine Aufbewahrung mit dabei, wo ihr die ganzen Untersetzer einmal reinlegen könnt. Auch hier wieder die Empfehlung, wenn ihr die fertig gepaintet habt, versiegelt sie gerne, denn so sind sie optimal geschützt. Gerade wenn ihr Gläser draufstellt und da vielleicht auch nochmal einen Tropfen dran runterperlt und dann auf den Untersetzer kommt, ist es besser, wenn die vorher versiegelt wurden. Ja, und jetzt fragt ihr euch, mit welcher Versiegelung? Ja, hoffentlich bald mit der Teenie Schnickschnack Diamond Painting Versiegelung. Absolut perfekt abgestimmt auf das Produkt Diamond Painting, auf sämtliche Steine, egal ob Harz, Acryl, Strass. Die Versiegelung funktioniert bei allen Steinen und sie ist besonders shiny und schimmernd und wirklich die Perfektion in Sachen Versiegelung. Selbst getestet und ich kann es kaum erwarten, dass sie bei uns eintrifft. Nur noch wenige Wochen, dann ist es soweit. Wir sind quasi jetzt schon in der Produktion und ja, ihr könnt euch sicher sein, ich werde so ausrasten, wenn die ankommt und ich sie euch endlich präsentieren kann. Richtig geil. Dann habe ich hier noch neue Squishy-Stifte für euch. 3 verschiedene im Kawaii-Stil. Richtig, richtig niedlich. Und ihr wisst ja, die kann man knutschen und quetschen und drücken und ach, lieben wir. Jetzt müssen wir uns unbedingt erstmal diese Tasche angucken. Auf die bin ich nämlich richtig gespannt. Die ist ja mal richtig cool. Guckt mal, wie schick die aussieht. Schön mit so einem schwarzen Zipper, so ein Bömmelchen oben dran. Und ich habe schon ausprobiert, der Ergo-Stift passt da locker rein. Ihr seht, die ist relativ groß. Und da haben wir auch nochmal die Steine. Oh, wir haben einen Mix aus AB-Stein, Strassstein und Sondersteinen. Hammer! Oh, da habe ich Bock drauf. Ich glaube, die painte ich. Die werde ich mir mal beiseite legen. Ich glaube, das ist meine. Hier haben wir die Federschlüsselanhänger. Da habe ich ja eben schon so von geschwärmt. Sind die nicht wunderschön? Boah, ich finde die toll. Richtig toll. Ich hatte ja mal Federlesezeichen. Die sahen schon so geil aus. Aber die, boah, mega. Da haben wir 6 Stück im Set. Und steinetechnisch auch hier Strass und Sondersteine. Die kann man jetzt hier drin nicht ganz so gut erkennen. Ja, doch so ein bisschen. Aber man sieht es hier auf den Anhängern selber. Guck mal hier überall. Sondersteine, Sondersteine in Tropfenform rund. Und das ist richtig geil. Also die werden von beiden Seiten gepaintet. Hier sieht man zum Beispiel schon mal ein Loch, wo dann die Öse dran kommt. Das heißt, dieser Anhänger hängt dann so zum Beispiel. Wo haben wir das hier? Das Löchlein hier oben. So. Obwohl, ich hätte es jetzt auch cool gefunden, wenn die so rum gewesen wären, oder? So, die Feder nach unten. Naja. Schade, irritiert mich gerade so ein bisschen. Hätte ich jetzt mehr gefeiert. Oder? Das soll wahrscheinlich wie so ein... Ach so, vielleicht wie so ein Blumenstrauß, wo so eine Feder drin steckt. Könnte vielleicht auch sein. Muss man wahrscheinlich gepainted sehen. Genau. Dann habe ich noch 2 Stifte für euch. Auch die kommen vielleicht dem einen oder anderen von euch bekannt vor. Die Drachenstifte waren in der Drachenbox. Und da hatte ich extra ein paar mehr bestellt und habe gedacht, wenn dann die Box durch ist, dann kommen die Stifte nochmal einzeln in den Verkauf, weil ich die auch sehr, sehr cool finde, sehr hübsch finde. Unten ist ein Einzelaufsatz zum Steine einzeln setzen und die sehen schon ziemlich geil aus, oder?
Dann habe ich, wie gesagt, noch zwei Teilbilder für euch. Die Boots mit den Blumen. Einmal das und einmal hier diese Stiefel. Richtig geil. Also es gefällt mir total gut. Chris hat die Bilder gesehen und gleich gesagt, oh mein Gott, ich will die haben. Wie geil sind die denn? Teilbilder. Warum heißt das Ganze Teilbild? Weil eben nicht die komplette Fläche gepaintet wird, sondern nur dieser innere farbige Teil. Das sind so richtige Snackbilder. Also das ist mal so schnell für zwischendurch. 25x35. Wenn man keinen Rand hat, dann ist man da richtig, richtig schnell. Und ja, die packe ich dann trotzdem nochmal aus, wenn ich die Fotos mache. Und dann kriegt ihr die auch nochmal zu sehen. Passend zu den Teilbildern habe ich auch Schlüsselanhänger für euch. Auch die waren schon mal in einer Newbox drin. Also ich sag euch, so eine Newbox lohnt sich, ne? Da habt ihr die ganzen Artikel vorab vorm Launch schon einmal gebündelt drin und dann zu einem vergünstigten Preis im Vergleich zum Einzelkauf. Die sind geil. Hammer. Und das könnten die vom Bild sein, oder? Nee, nicht ganz. Und genau, die haben auch schon einige von euch und auch die habe ich schon zum Teil fertig gepaintet gesehen. Wunderschön, schön bunt und das sind alles so schöne Sachen. So stellt euch mal vor, so mit diesen Stiefeln und dann diese Federn so an so einem Sträußlein dran. Das ist schon schön. Oder ihr paintet jetzt schon vor und schmückt dann euren Weihnachtsbaum kunterbunt mit solchen Anhängern, ne? Habe ich ja auch schon mal gemacht. Auch eine schöne Idee. Ja, das war es jetzt einmal im Schnelldurchlauf und ich werde jetzt erstmal die ganzen Produktfotos machen. Und nachher, wie gesagt, wenn ich dann hier angekommen bin bei den Stiefeln, dann zeige ich euch auch da nochmal die Leinwände. Ich zeige euch jetzt mal die Teilbilder und ich könnte mich nicht entscheiden, welches ich schöner finde. Ich fange mal mit diesem hier an. Da hat man ja bis jetzt nur unten die Boots gesehen, aber wenn man jetzt die Blümchen dazu sieht, guckt mal. Ein Träumchen. Finde ich richtig, richtig hübsch. Diese krassen Boots und dann diese zarten Blümchen dazu. Hammermäßig. 12 Farben haben wir bei dem Bild. Und jetzt zeige ich euch das andere. Und auch da habe ich gerade gedacht so, wow. Tada! Das ist natürlich noch viel bunter. Viel mehr Blumen, auch krasse Boots. Also, ist schwer, oder? 1 oder 2, was sagt ihr? Hier sind auch 11 Farben mit dabei. Ach nee, beim anderen waren es 12, hier sind 11. Und finde ich richtig, richtig cool. Ja, so schöne neue Produkte. Ich bin gespannt, was ihr zu den Teilbildern sagt. Also, ich bin auch gespannt, wie ihr diese Steine findet. Och, ich bin gerade bei den Fairy Dust Steinen angekommen und die sind so schön. Die sind so unfassbar schön. Ja, die werde ich jetzt painten, denn ihr seht gerade, das ist hier so der aktuelle Stand. Und da und da oben geht es jetzt mit diesen Steinchen weiter. Und ich liebe sie einfach. Ich habe so richtig Bock, die zu painten. Ja, wir brauchen eindeutig mehr Fairy Dust Steine. Mehr Bilder mit mehr Fairy Dust Steinen. Mache ich, Leute. Die sehen einfach zu schön aus, doch. Davon werde ich auf jeden Fall ganz viele Bilder herstellen lassen, wo ganz viele Fairy Dust Farben mit dabei sind. Damit wir damit so richtig schön auf unsere Kosten kommen. So, okay, jetzt aber Feuer frei. Zeitraffer an. In der Halle. Das ist aber heute schon später Nachmittag. Die Packfeen sind hier schon alle weg. Ich wollte euch aber unbedingt noch mal zeigen, wie fleißig meine Mädels jetzt alle waren. Guckt mal, heute Morgen sind schon etliche Container rausgegangen und wir haben heute schon wieder fast 5 Wagen voll gepackt. Diverse Warensendungen, wobei das ist heute mal ein kleiner Stapel. Normalerweise haben wir dann viel, viel, viel mehr Kisten bei den Warensendungen zu stehen. Also es sind sehr, sehr viele Bilder gegangen bei der Prozentrabattaktion. Diese ganzen Kartons, die ihr da seht, die sind alles Bestellungen jetzt von Sonntag. Also das war wirklich so krass. Wir hatten ja 20% Frühjahrsputz und Rambazamba, ihr habt diesen Rabatt richtig geil genutzt. Vielen Dank dafür, weil das ist so toll, dass wir unser Lager wieder ein bisschen leerer kriegen. Ne? Das ist halt wirklich so, der Nachschub ist unterwegs. Es wird richtig, richtig viel noch kommen.
Und deswegen ist das umso cooler, dass wir jetzt schon wieder ein bisschen mehr Platz haben. Auch wenn es gerade für euch nicht so aussieht, aber für uns ist es wirklich so, dass wir sagen, okay, da ist richtig gut was rausgegangen und dann kann gerne die nächste Ware kommen. Ja, viel mehr habe ich jetzt auch gar nicht hier zu berichten aus der Halle tatsächlich. Ich glaube, das war's hier schon wieder. Ich glaube, wir sehen uns gleich wieder am Schreibtisch. Ja, oder kann ich? Gibt's noch irgendwas, was ich euch zeigen kann? Ich glaube. Nichts, was euch jetzt so vom Hocker hauen würde. Ja, naja, dann ist das so. Hier kommt der aktuelle Stand. Ich bin bei der Schrift angekommen. Da habe ich jetzt nicht weiter mit dem Zeitraffer begleitet. Ich habe einfach nur gepaintet, weil ich Bock hatte, einfach mal ohne irgendwas hier schön dran zu arbeiten. Und hat auch mal richtig Spaß gemacht. Ja, ihr Lieben. Damit ist auch dieser Tagebuchteil beendet. Ich kann jetzt aktuell noch nicht sagen, wie denn die Pummelaktion gelaufen ist, denn heute ist erst Donnerstag. Ja, diesmal, sonst drehe ich die Videos aber bis Freitag, aber da wir ja Karfreitag Feiertag haben und ich da den ganzen Tag mit meiner Familie unterwegs bin, habe ich diesen Tagebuchteil dann schon am Donnerstag beendet. Dementsprechend ist das auch der aktuelle Stand und ich habe gar keinen Plan, wie der Pummel-Lounge gelaufen ist, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass er sensationell gut gelaufen ist und das werde ich mit Sicherheit dann morgen auch aus der Halle berichten. Ach nee, morgen nicht, morgen ist ja noch ein Feiertag, morgen ist ja der Ostermontag, dann in dem Fall am Dienstag. Ne? Dann bin ich wieder frisch und munter zurück und dann werden wir garantiert richtig viel zu tun haben und wieder ordentlich Etiketten drucken und Bestellungen packen. Ihr Lieben, ich sag jetzt schon mal vielen, vielen Dank für eure ganzen Bestellungen. Ich freue mich tierisch, dass ihr die Pummelbilder so feiert. Und könnt euch sicher sein, da kommt noch richtig, richtig was mit Pummel-Einhorn zusammen. Ich kann es kaum erwarten, euch davon zu erzählen, weil wir planen gerade schon richtig viele coole Sachen, Steffi und ich. Ja, also, ich wünsche euch noch ein schönes restliches Osterfest. Habt viel Spaß mit euren Liebsten. Wenn ihr Zeit habt zum Painten, dann genießt den Moment an euren Bildern und denkt immer dran, ihr findet mich auf Instagram, Facebook, auf TikTok. Lasst gerne überall ein Follow da. Es ist umsonst, auch hier auf YouTube. Deswegen Daumen nach oben. Gerne nochmal in den Kommentaren einen Ostergruß oder so dalassen. Ist ja auch passend. Vielleicht schaffe ich es nicht wieder, alle Kommentare zu beantworten, aber ich lese sie auf jeden Fall alle. Ja, ihr Lieben. In diesem Sinne, ich bin dann mal weg. Also, tschüss.